Tima, jetzt beruhig dich mal. Ich glaub, du kannst das alles sterben. Setz dich mal hier hin. Hab ich dich? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht, ob es das alles so bringt und ob das Sinn macht in einer Fernbeziehung. Vielleicht mein Freund? Leise, du bist wieder da. Leise, du bleibst hier. Leise, Pisser, komm zurück. Und sie zerquetschen. Guten Tag, Frau Ostermann. Ich hoffe, dass Sie diese Videobotschaft erhalten. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass die Fahrt zu Ihnen ein bisschen länger dauert als geplant. Aber bestimmt nur ein paar Tage und keine Sorge, wir werden alle schon gesund und lebendig ankommen. Oh Mann, es ist so blöd, dass es hier keinen schönen Ort gibt zum Pipi machen. Gib doch einfach zu, dass wir uns verlaufen haben. Warte, Tesla. Lass uns lieber zu den anderen zurückgehen. Denkst du, das ist eine gute Idee? Ich meine, wir haben uns doch schon genug verlaufen. Ja. Was war das? Hey! Digga, Frau Brandt! Hey! Hallo! 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 Schon wach! Jetzt bin ich schon mal wach! Kenne ich das Mund-auf-Mund-Ding zu beeilen? Wisst ihr, was ich meine? Ja, Problem. Nein, außer Jojo! Okay, ich kann das. Ah. Moment, ich hab dich erst drauf. Nase zuhalten und Mund. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Du hättest dich aber trotzdem auch neben sie setzen können. Digga! Frau Brandt! Hallo? Danke, TJ. Könnt ihr mich hören? Was? Ich kann mich nicht hören. Ich höre mich nicht. Ja. Hört ihr mich? Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht. Ich höre mich okay. nicht. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Halt wieder zu. Okay, ganz ruhig. Kannst du dich beruhigen? Okay. Ich glaube, okay. Die Explosion war zu laut für sie. Sie hört ja gar nicht mehr. Okay, geht, komm, ihr sucht Korda und Tesla, okay? Okay. Wir werden los und wir brauchen vielleicht eine Handtuch oder so. Wir kümmern uns um Frau Brau. Okay, ganz ruhig. Okay, Frau Brau, ganz ruhig. Okay. Als TJ Frau Brandt so halb geküsst hat, hätte ich wirklich ausrasten können. Aber andererseits hat er ja irgendwie das Leben gerettet, also vielleicht komme ich ja bald mit einem Helden zusammen. Meinst du nur, wo Cordula und Tesla abgeblieben sind? Mein Junge, ist doch egal. Jetzt schauen wir echt mal ein bisschen. Wir können uns alleine. Chill mal ein bisschen. Was denn los? Chill mal ein bisschen. Lass doch einfach. Nein, warum? Lass doch mein Hemd. Warum? Das ist mein Outfit. Chill mal ein bisschen. Hey, frag dich mal. Junge, was ist los mit dir? Deine Gedanken sind ja total versetzt. Hä? Was ist denn los? Warum ist doch alles gut? Kann das doch nicht ist jetzt? Doch alles gut. Wir wissen nicht mal, wo wir sind, was genau abgeht. Und keine Ahnung. Vielleicht will ich das gerade einfach nicht. Dann nicht? Außerdem müssen wir die suchen. Ja. Ha, hast du eine Idee? Wir sind hier mitten in einem Wald. Gönn dich mal Netz, Jojo. Wir sind in einem Wald. Ja. Lass mich halt kurz. Ja, und was soll das jetzt bringen? Ich guck, dass ich Empfang kriege. Jojo, wir sind in einem Wald immer noch. Kannst du nichts machen? Bist du jetzt ganz komplett bescheuert? Nee, ich bin nicht Frau Schlaumeierin. Wir müssen Tesla finden. Was macht man also, wenn man keinen Empfang hat? Man schickt eine Luftpost los. Weil hier ist sie ja nun nicht. Hier kann sie es nicht finden. So ist es immerhin näher dran an ihr. Jojo, man wirft nicht sein Handy durch den ganzen Wald, durch einen Baum. Ja, normale, dumme Leute vielleicht nicht. Aber wenn man ein Rhino-Shield hat, kann nichts passieren. Kennst du das? Schon mal gehört? Nein. Schau es dir an. Ist wie neu. Das geht nicht kaputt. Du kannst es kilometerweit schmeißen, aus dem Flugzeug, wie du willst. Das ist krass. Ja, aber die Nachricht ist trotzdem nicht verschickt. Aber das ist wie safer Sex. Ja, safe Handyschutzhülle. Müsste dir doch gefallen. Es ist krass. Ich bin überrascht. Howdy, Waudi.
Da habe ich aber noch mal ganz schön Schwein gehabt. Ich meine, da wollte Fatima mir tatsächlich an die Hose. Und ihr wisst, was sie dann anfassen will. Ich meine, klar, ich liebe sie. Aber bin ich wirklich schon bereit für Sex? Wir haben ja nicht mal was zum Schutz dabei. Apropos Schutz, meine lieben Freunde. Wenn auch ihr euer Handy so geisteskrank gut schützen wollt, dann bestellt jetzt bei RhinoShield. In den nächsten 48 Stunden bekommt ihr 25% Rabatt auf jede Bestellung. Link in der Videobeschreibung. Es lohnt sich unfassbar, denn RhinoShield ist absolut einmalig. Mein Name ist Jojo. Jetzt haben wir es gleich. Und das hier ist RhinoShield. Kannst du hier kurz chillen? Ich geh kurz pissen, ja? Alles klar, Mann. Kannst du vielleicht schon mal vorausgehen? Ich und Stanley kommen danach. Warum? Was macht ihr denn? Also bitte, bitte, bitte. Das wäre super wichtig. Du hast da noch was bei mir gut. Ja, ja, okay. Alles klar. Dankeschön. Easy. Danke. Wo geht Fly hin? Oh, was machst du? Ich wollte das schon so lange machen. Was? Spinnst du? Du kannst nicht einfach ein Kondom beißen. Stell dir vor, es geht kaputt. Kondom muss man ganz vorsichtig. Chill. Ich hab dich so gern und ich meine das mit dir wirklich ernst. Ich möchte warten. Ich möchte nicht jetzt hier im Wald kurz. Hilfe! Nein! Was machst du? Alles gut? Ah, aua! Nein, was passiert? Was ist jetzt eigentlich mit Frau Bar los? Da geht's ein bisschen besser. Brauche jetzt auch ein bisschen Ruhe. Ich habe ihr Handtücher untergelegt, aber habe mich ganz gut um sie gekümmert. Und warum musstest du das ausgerechnet alleine machen? Und insgesamt, das hätte doch auch Fatima machen können oder Jojo. Also erstmal, Fatima und Jojo sind unterwegs und suchen gerade nach Tessa und Cordula. Und zweitens habe ich ihr das Leben gerettet, also liegt es, glaube ich, relativ nah, dass ich mich um sie kümmere. Du hast dich voll auf sie draufgeschmissen und mich weggeschubst. Hallo, ich habe ihr das Leben gerettet. Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich bin ein Lebensretter, ein Engel. Und außerdem gibt es überhaupt keinen Sinn, dass ich dich austauschen sollte, denn du bist das schönste Mädchen der Klasse. Oh mein Gott, was ist passiert? Was war das für eine Explosion? Das wüsstet ihr, wenn ich so lange pinkeln gewesen wärt. Ja, sorry, dass ihr auf die Toilette müssen. Was soll das denn schon mal beeilen können? Ja, okay, wo sind Fatima und Jojo? Wie? Keine Ahnung. Hä, ja, warum? Die haben euch doch gefunden. Nein. Die sollten losziehen, um euch zu finden. Wir haben die gar nicht gesehen. Nee. Oh Gott, auf ein Problem folgt das nächste. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir warten hier auf Jojo und Fatima. Und ich kümmere mich noch ein bisschen um Frau Bra. Ihr könnt ja gucken, ob ihr Holz findet. Ja, okay. Okay. Los. Ja, ich weiß, dass ich momentan echt leicht reizbar bin, aber mir steigt die Situation gerade einfach nur über den Kopf, weil ich kann ja nicht mal mit Alessio FaceTime, weil wir kein Netz haben und ich weiß, dass ich die anderen nicht so anpumpen hätte sollen, aber keine Ahnung, ich glaube, wir sollten uns jetzt einfach erstmal auf unsere Probleme konzentrieren, die wir jetzt gerade haben. Was machst du in unserem Territorium? Ich kann es erklären, ich kann es erklären. Wir waren auf Klassenfahrt und unser Bus hat einen Unfall. Wir sind hier gestrandet im Wald. Aber warum sagst du das nicht gleich? Wie? Ja. Wir können jetzt Freunde sein. Ich bin Puck. Hi, ich bin Sophia. Hi, ich bin Fly. Hi. Ich muss euch unbedingt die anderen zeigen. Welche anderen? Ich bin ja nicht alleine. Wir wollten ja auf Klassenfahrt. Okay. Kann ich euch zeigen? Können wir, wollen wir hingehen? Ja. Gut, dann folgt mir. Die werden sich einen freuen, ey. Ihr seid ja zu lustig. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Komm schon, Fatima, noch ein kleines Stückchen. Wir haben uns verlaufen schon wieder. Sing einfach mit. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich... Jojo,
Stell dir mal jetzt einen saftigen Schokokuchen vor. Mit Kerzen drauf und Sahne. Wir haben uns jetzt schon zum Fünferrad verlaufen. Ich glaube, da vorne, mit ziemlicher Sicherheit, wird ein riesengroßer Kuchen auf uns warten. Ich kann ihn schon sehen. Denn dann hätte ich Kuchen da. Du weißt, was das bedeutet, wunderbar, dass wir beide hier uns wieder verlaufen haben? Wunderbra. Stell dir mal vor, Frau Bra hieße Jojo. Wunderbra. Hör mir mal jetzt zu. Guten Morgen, Essen, Frau Wunderbra. Jojo. Wir sind hier. Jojo. Jojo. Hörst du mir jetzt mal kurz zu? Weißt du, was das bedeutet, dass wir uns jetzt zum fünften Mal hier verloren haben? Weißt du das? Wir beide sind hier alleine in einem Wald. Wir kommen nicht mehr raus. Wir verlaufen uns und verlaufen uns immer und immer wieder. Wir wissen nicht, wo die anderen sind. Wir haben kein SOK drin und das seit Stunden. Wie sollen wir den anderen jemals wiederfinden? Wir beide sind hier. Und du kannst nicht irgendwas sehen, weil es nicht bringt. Mama! Wir beide könnten sterben, Jojo. Wir könnten sterben. Hilfe! Noch ein bisschen. Au! Nein. Kann es sein, dass, als ich nicht da war, irgendwas zwischen euch beiden lief? Sie sind eine verdammt geile Sau! Zivilisation gibt's hier nicht.